Leute, heute geht's weiter an unserer MB-Trackpumpe. Ich war so frech und habe schon mal die Elemente ausgebaut und schon mal die Reibeile geholt und habe schon mal die Haltedorne reingedrückt. Ja, ihr seht das hier schön. Die stehen ganz weit vorne, da wo sie normal nicht hingehören. Die verhindern ja, dass die Elemente sich drehen. Ja. Ich habe mir da so ein Werkzeug für gebastelt, für die reinzukloppen. Ja, nur dass ihr seht, dass ich nicht flunker. Ne? Beim letzten Mal haben wir ja gesehen, die Elemente haben gehangen. Ne? Also die sind alle tutti. Guckt. Das war auch das, das hauptsächlich gehangen hatte. Ja. So sollen die alle gehen. Das heißt, die werden hier drin gequetscht. Und das arbeiten wir jetzt mal schnell nach. Das sieht doch schon wunderschön aus. Jetzt müssen wir nur wieder die Stifte hier reintreiben. Und dafür brauche ich einen Dorn, der passt. Und den habe ich natürlich nicht hier. Also ist mal wieder in die andere Werkstatt laufen angesagt. Naja, bis gleich. Wie Sie sehen, da sind sie alle wieder. Die guten Kollegen. Das heißt, wir setzen jetzt wieder Elemente und Druckventile ein. Ich setze die Druckventile dieses Mal ohne Hochdruckdichtung ein. Nicht, dass sie nochmal klemmen. Das wäre nämlich katastrophal, weil dann hätte ich schon nochmal einen Satz Hochdruckdichtungen kaputt gemacht. Kosten auch Geld. Ich glaube 30 oder 40 Cent eine. Merkst du auch, ne? Wenn du davon mal 10 Stück kaputt machst. So kann man Geld verbrennen. Der Moment der Wahrheit. Ja, vielleicht habt ihr es bemerkt, ich habe doch schon Dichtungen reingemacht. Warum? Na, jetzt stellt euch mal vor, die gehen alle. Da müsste ich die ja wieder aufmachen, wenn sie nicht gehen würden. Das wäre scheiße, weil, beziehungsweise, Entschuldigung, stellt euch mal vor, die gehen alle und dann muss ich alle wieder aufmachen, weil ich noch Dichtungen drunter legen muss. So, so rum. Das wäre scheiße. Das wäre richtig scheiße. Wer sagt mir, dass sie danach immer noch gehen? Ich probiere die jetzt mal durch. Tja, blöd gelaufen, ne? 3:3. Der geht ganz leicht. Der auch. Der auch. Ja, vor allem leicht drehen lassen müssen die sich. Ja. So leicht nämlich. Tja, können wir wieder aufmachen, nochmal nachschleifen. Ich erspare euch aber mal die Arbeit, beziehungsweise die Zeit. Ich mach's einfach. Ich hab sie gangbar, ich hab sie gangbar. Hat auch nur eine Stunde gedauert. Das heißt, wir können jetzt zusammenbauen. Yay und so. Ich würde sagen, Zeitraffer ab. Thank you.
Jahr, Leute, ne? Ich weiß nicht, ob man das auf dem Zeitraffer gesehen hat, aber Treffer. Mal schön vollends eine verpasst. An der Ecke da, wie immer. Hammer ein Stück zu stark fallen lassen und beim Lager abschlagen. Bam! Naja, weiter geht's. Ja, Leute, vergesst es. Das geht so nicht weiter. Ja, nee, mir blutet die ganze Zeit das Pflaster durch. Ich brauche nicht weitermachen. Scheiße. Naja. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen und haut doch mal in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat. Und ich hoffe nicht, dass ich mir wehgetan habe. Ich glaube, aus dem Alter sind wir alle raus. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dahin. Euer Moin Leute, heute geht's weiter. Ja, wir haben ja beim letzten Mal aufgehört mit dem Lagerspiel einstellen, wo ich mir beim Tauschen des vorderen Kegellagers mal schön den Finger zwischen der Kante hier und dem, nicht dem Lager, sondern der Nocke von der Nockenwelle eingeklemmt hatte und dann mal schön die ganze Werkstatt verblutet habe. Es sind überall noch rote Flecken auf dem Boden. Naja, heute geht's weiter. Vielleicht sieht man es so ein bisschen, der da ist ein bisschen dicker, ja, wegen dem Pflaster, das drauf ist. Lager gehen zwar fast, aber ein bisschen stramm. Papierdichtung habe ich aus einem Dichtsatz für eine MW-Pumpe holen müssen. Ich hatte leider keine mehr, da muss ich mal wieder welche mit dem Laser zuschneiden für. Ja, ne? Falls von euch mal jemand Dichtungen braucht, bis DIN A4 kann ich aus Dichtpapier mit dem Laser schneiden. Kork habe ich auch schon probiert, aber das funktioniert irgendwie nicht so toll. Eigentlich recht simpel, einfach dass die alte Dichtung oder das Bauteil auf einen Flachbettscanner knallen und mir per Mail schicken und dann kann ich daraus eine Dichtung anfertigen. Oder mehrere. Ist gar kein Problem. Kann ich euch auch mal zeigen irgendwann, wenn ich mal wieder dazu komme. Ich werde jetzt hier die Nockenwelle nochmal ausbauen und dann das eine Lager wieder runtertreiben, hoffentlich heute ohne Blut. Und dann nehmen wir da einfach eine Scheibe raus und dann wird es passen. Spielfreier satter Lauf nenne ich das. So können wir es lassen. Ja, 30er raus, 20er rein. Von den großen habe ich leider nicht so viele, wenn überhaupt noch welche. So, das heißt, jetzt können wir zusammenbauen.
Tja, da ist irgendwie zwischendurch Videomaterial verloren gegangen. Soweit sind wir jetzt. Alles drin. Thema Regelstange, ne? Die kannst du ohne Kraftanstrengung bewegen. Ja, vorher ging die ja gar nicht, bam, eine Richtung. Aber so leicht muss die gehen. Und nicht anders. Ja, ne? Nockenwelle rein, Regler drauf und dann gehen wir auf den Prüfstand. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen und haut doch mal in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat. Und ich hoffe nicht, dass ich mir wehgetan habe. Ich glaube, aus dem Alter sind wir alle raus. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dahin, euer Dominik.